Jeder Lingener Bürger hat sicherlich schon einmal auf dieses markante Bauwerk geachtet. Mit seinen 158 Metern Gesamthöhe kann er sich im wahrsten Sinne sehen lassen. Der Fernmeldeturm der Deutschen Bundespost in Lingen-Schepsdorf. Aus geografischen und städtebaulichen Gesichtspunkten war es erforderlich, einen höheren Antennenträger zu errichten als den auf dem Stromberg stehenden Antennenmast. Für die Errichtung des Fernmeldeturmes investierte die Bundespost ca. 10 Millionen D-Mark, wobei etwa die Hälfte für die technischen Einrichtungen aufgewendet wurden. Der Außendurchmesser der Kanzel in 100 Meter Höhe beträgt, über die Plattform gemessen, 25 Meter. Circa 2700 Kubikmeter Beton und circa 400 Tonnen Stahl wurden in den Jahren 1977 und 1978 verbaut. Der Turmdurchmesser beträgt am Boden 9 Meter und verjüngt sich bis auf 2,4 Meter. Der eigentliche Turm aus Beton ist 153 Meter hoch. Ihm wurde eine 5 Meter lange Spitze aus Stahl aufgesetzt. In der Kanzel findet die technische Einrichtung ihren Platz, die mit einem Aufzug in etwas mehr als 2 Minuten zu erreichen ist. Wer die Treppe nimmt, muss 550 Stufen bewältigen. Bislang war es üblich, Richtfunkstellen zu bauen, bei denen sich die Betriebsräume am Fuße der Masten oder Türme befanden. Die heutige Kanzelbauweise hat jedoch den Vorteil, dass praktisch keine Energieverluste infolge langer Zuführungsleitungen von und zu den Antennen eintreten. Der Turm arbeitet vollautomatisch und wird nur zur Wartung und Störungsbeseitigung betreten. Der Betriebsraum ist mit Einrichtungen zur drahtlosen Übertragung telefonischer Gespräche und Daten ausgestattet. Circa 50% aller Fernverbindungen werden hier über moderne Vielkanal-Richtfunksysteme abgewickelt. Außerdem werden hier per Richtfunk die 3 Fernsehprogramme empfangen, die dann unser Lingener Fernsehsender ausstrahlt. Diese Gestellreihe ist für den öffentlichen, beweglichen Landfunk, allgemein als Autotelefon bekannt, zuständig. Auch die Kopfstation für das Breitbandkabelnetz der Post hat hier seinen Standort. Sie speist 7 Fernseh- und 14 Rundfunkprogramme, 10 davon in Stereo, in das Kabelnetz von Lingen ein. Bei klarer Sicht ist es möglich, markante Punkte in einer Entfernung von 60 bis 70 Kilometern auszumachen. Meistens wird jedoch die Sicht durch Dunst beeinträchtigt. Und trotzdem kann man sagen, dass ein Blick auf Lingen aus dieser Perspektive ganz interessant ist. Bei extremen Sturmböen kann die Kanzel bis zu 85 cm schwanken. Die Turmspitze hat dann eine Auslenkung von 70 cm zu beiden Seiten.
Über die Antennen des Fernmeldeturmes, hier auf der oberen Plattform, wird der gesamte Richtfunkverkehr der sogenannten Hauptvermittlungsstelle Lingen abgewickelt. Richtfunk, das ist neben dem Kabelnetz die zweite Übertragungsebene der Post. Der Richtfunk hat seinen Namen von der mit Hilfe von teller- oder muschelförmigen Antennen gebündelte Sendeenergie, die genau auf die Empfangsantennen der Gegenseite gerichtet wird. Über diese Energiebündel, der Fachmann spricht von Funkkanälen, laufen die Telefongespräche. Da steht er nun. Man sieht's ihm nicht an, welch wichtige Bedeutung er für Lingen und das Emsland hat. Der Lingener Fernmeldeturm.